Im niedersächsischen Elsdorf ist ein Mann bei Dämmarbeiten von einer selbstfahrenden Arbeitsbühne gestürzt. Das bekräftigt die Polizei in Rothenburg an der Wümme. Demnach spielte sich der tragische Unfall auf einer Baustelle ab. Die Dämmarbeiten wurden offenbar für eine Lagerhalle vorgenommen. Der Auslöser für das Umkippen der Arbeitsbühne soll ein Kantholz gewesen sein. Die Einsatzkräfte konnten den 50-Jährigen nicht mehr retten, er erlag seinen Verletzungen. Die zuständige Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.